Menschen ließen in den letzten 18 Jahren ihr Leben in den Fluten des Mittelmeeres. 23.000 Menschen, von denen jeder Einzelne den Kampf gegen den Tod, den Kampf gegen die Atemnot und den Kampf gegen das Salzwasser im Mund verloren hat. 23.000 Menschen, die keine abstrakte Zahl, sondern 23.000 Einzelschicksale sind, die keinen Urlaub, sondern die letzte Flucht aus der Hölle auf Erden angetreten haben. Menschen mit Hoffnungen, Wünschen, Zielen und Träumen. Und das Sterben geht weiter. Jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde. Wir kennen all diese Zahlen. Sie sind nichts Neues mehr. Auch wenn wir sie häufig verdrängen, verschieben und vergessen. Was in der Debatte um das Sterben im Mittelmeer aber häufig vergessen wird, ist das Sterben auf dem Weg dorthin. Es sind die Menschen, die die Mittelmeerküste gar nicht erst erreichen, die auf dem Weg Richtung Festung Europa in der Wüste vergessen werden, dort sterben und in keiner Statistik auftauchen. Der Friedhof zwischen Mittelafrika und dem Meer ist unbekannt, ungesehen und vor allem unerträglich. Er ist längst um einiges größer als der Friedhof, über den wir sonst so viel und so ausgiebig sprechen. Er trägt längst den Namen der Wüste und er trägt die Farben Europas. Wer heute aufbricht, um ins Paradies Europa zu gelangen, hat gute Chancen, morgen tot in der Sahara zu liegen. Tot und vergessen in der größten Wüste der Welt. Vergessen und vertrieben durch die europäische Migrationspolitik und ihre Söldner. Die Söldner und Regime, die wir dafür bezahlen, unsere Drecksarbeit zu erledigen, die wir zu den Türstehern der Migration gemacht haben, die dafür verantwortlich sind, dass weltweit Millionen von Menschen keine Perspektive bis auf den sicheren Tod haben. Schätzungsweise über 1 Million Menschen sind bereits in der Sahara verdurstet. Verdurstet auf der Flucht vor Hunger, Armut, Perspektivlosigkeit. Verdurstet und verhungert auf der Flucht vor unserem Wohlstand, unserem Wachstum und auch unserem Konsum. Häufig in dieser Debatte hört man dann das wunderschöne Wort Fluchtursachenbekämpfung. Wir müssen die Ursachen bekämpfen. Wir müssen vor Ort aktiv werden. Bla, bla, bla. Fluchtursachenbekämpfung klingt toll, wird es aber nicht geben. Kann es auch erst gar nicht geben. Die Menschen aus Afrika fliehen nicht vor dem Wetter. Sie fliehen nicht vor ihren Familien und Freunden. Sie fliehen vor dem Fußabdruck unseres Wachstums und unseres Wohlstands. Unser Konsum ist die Fluchtursache dieser Menschen. Und solange Europa diese Länder bis auf den letzten Krümel ausbeutet, solange Europa das Elend dieser Länder für den eigenen Profit missbraucht, solange Europa dort eine moderne Form der Sklaverei betreibt, solange wird die Suche nach einem Leben ohne Hunger, nach einem Leben mit Perspektive und nach einem Leben in Würde nicht aufhören. Und solange werden Menschen an unsere Tür klopfen und um den Wohlstand bitten, den wir auf ihren Gräbern gebaut haben. Aber warum verdrängen wir das? Dafür müssen wir verstehen, wie wir über Flüchtlinge sprechen. Die Menschen, die aus humanitären Notlagen oder Kriegsgebieten zu uns kommen, werden in der gesamten Debatte zunehmend entmenschlicht. Man versucht durch geschicktes Vokabular, durch die Schaffung einer vermeintlichen Bedrohung, den Fokus weg von den Einzelschicksalen hin zu einer unkonkreten Masse zu bringen. Einer Masse, die es zu bekämpfen gilt und einer Masse, die man nicht fassen kann. Wörter wie Asyltourismus, Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingswelle dienen nicht dem Sinn und Zweck, die Situation der Menschen weltweit treffsicher zu beschreiben, sondern sie dienen einzig und allein dem Sinn und Zweck, diese Fluchtbewegungen zu entmenschlichen und sie zu versachlichen. Nehmen wir zum Beispiel das seit Jahren gängige Wort Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaft, das ist für uns etwas Oberflächliches, etwas Unkonkretes, aber ganz sicher nichts Bedrohliches. Dass das, was wir bei diesen Menschen Wirtschaft nennen, ihr Hunger, ihre Armut, ihre Perspektivlosigkeit, ihr dreckiges Trinkwasser, die Unfähigkeit, ihre Kinder zu ernähren und die Umgebung von Kriminalität und Tod ist, wird durch diesen Begriff verdeckt. Sollten wir diese Menschen nicht vielleicht eher Hungerflüchtlinge, Perspektivflüchtlinge oder ich kann meine Kinder nicht mehr ernähren Flüchtlinge nennen? Vermutlich ja.
Vermutlich ja, aber mit dem Begriff Wirtschaftsflüchtling lässt sich das Elend dieser Menschen deutlich besser verdrängen. Aber warum blocken wir ab? Warum verdrängen wir das? Wir sind mittlerweile sogar kurz davor, auch noch das letzte Stückchen Elend auf diesem Planeten als sicher zu bezeichnen. Der Begriff sicheres Herkunftsland ist nichts anderes mehr als eine Perversion des Wortes sicher. Wer einmal in diesen Ländern war, ist entweder blind oder stellt fest, dass das, was unser Innenministerium als sicher bezeichnet, Hunger, Armut, Perspektivlosigkeit und Tod ist. Die Debatte der sicheren Herkunftsländer lässt sich im Prinzip auf eine einzige Tatsache reduzieren. Solange diesen Menschen die Fluten des Mittelmeeres sicherer erscheinen als ihre Herkunftsländer, solange sind das keine sicheren Herkunftsländer.